Hallo und herzlich willkommen zu Timberborn. Ja, ich habe da mal wieder was vorbereitet, wer hätte es gedacht? Und zwar habe ich mir nochmal Gedanken über die Energieübertragung gemacht. So, und bin diesmal zu einem Schluss gekommen. Ha, das freut euch, ne? So, wir klicken das mal an. Und zwar, wie ihr seht, habe ich jetzt dieses Ende und dieses Ende auf beiden Seiten, ne, hier auch gespiegelt, geändert. Und zwar ist jetzt hier eine weitere Plattform. Und zwar eine Doppelplattform, und das hat den Grund, dass hier jetzt eine Antriebswelle ist, eine Vierer, wie das auf der anderen Seite auch war, um das gleich zu schalten und zu spiegeln. Aber wir haben auch eine hohe Antriebswelle, die die Energie nach oben überträgt. Und somit hebe ich das einfach auf die zweite Ebene und fülle hier diesen verfügbaren Platz aus, der hier noch war. Und hier gehe ich nämlich auch einfach hin, eine hohe Antriebswelle, so wie hier. Ja, und dann wird das einfach übertragen hier. So einfach ist das. Also nichts kompliziert, einfach gelöst, sieht trotzdem noch cool aus. Hier können wir noch unsere Deko-Elemente dann platzieren, wie wir möchten. Hier kommt dann auch eins hin. Hier könnte noch eine Doppelplattform hin und dann überlegen wir uns noch was. Ja. Also ihr seht schon, lässt sich schon was mitmachen. Vielleicht noch ein paar Büsche. Ne? Kennt man ja. Sind immer schön. Gefällt mir. So. Dann haben wir das Energieproblem gelöst, können dann diese Stairs alles abreißen und dann können die hier flach weiter. So, nichtsdestotrotz. Wir haben in dieser Folge und in der letzten, in der letzten und vorletzten Problem gehabt. Und zwar Nahrung. So, wie bekommen wir das in den Griff? Ich hatte gefragt, ob wir mit Bäckereien so weitermachen möchten. Habe ich noch keine Antwort bekommen, war aber auch ja kurzfristig, ne? Vielleicht wollt ihr mich das aber auch einfach entscheiden lassen und ich habe mir gedacht, okay, ist da was? Wir haben hier dauernd Nahrungsprobleme, warum nicht auf Brot umsteigen? Ich glaube, das machen wir auch, denn ich bekomme das hier dauerhaft nicht gelöst, das Nahrungsproblem, so wie das ausschaut, trotz den Bienenstöcken allen drum dran. Und ihr seht ja, wie gesagt, diese Priorisierung der Biber in Bezug auf wer isst wann, ist nicht, ja, so ausgeklügelt. Und daher... Oh, der ist arbeitslos. Echt jetzt? 5 sind obdachlos. Arbeitslos 0. Ach so, ja gut, der ist jetzt arbeitslos im Moment, weil er verletzt ist. Okay. So. Aber wir müssen das mit der Nahrung in den Griff bekommen. Jetzt haben wir 155 Wissenschaftspunkte. Die Getreidemühle braucht 180. Also wird das nur ein kleines Problem. Und wir müssen ja ab irgendeinem Punkt umschwenken. Und ich hoffe, das klappt mit der Nahrung, die wir jetzt so haben. Mit dem Umschwenken. Hier wird schon fleißig gearbeitet. Hier leben schon Biber, sehe ich gerade. Wir haben ja aber auch kein Wasser und nichts. Das ist schlecht. Lasst uns die mal migrieren. Oder wohnt... ja gut, ne? Alles, was hier nicht, kommt jetzt rüber ins andere Distrikt und die verhungern und verdursten direkt, weil... Ja, wer hätte es gedacht? So, Minimum 10, weil ich da 10 eingegeben habe. So, lasst die gerade manuell migrieren ins Dorf. Okay. Jetzt müssten hier weg sein. Ne, sind sie nicht. Schick die rüber. Jetzt. Und das bringt nichts. Tut mir leid. Gut, hier könnte es aber auch kritisch werden, weil hier keine Nahrung vorhanden ist. Ach ja, ein Teufelskreis. Und bald ist hier alles abgeerntet, haben wir schon wieder nichts zu essen. Was ein seltsamer Kreislauf. Ernten, ernten, abbauen. Also 4 sind jetzt beschäftigt mit Ernten und 2 mit Anbauen. So, die Frage ist, wo bauen wir das alles hin? Hier wollten wir später eine gewisse Symmetrie einhalten. Wie sieht es hier aus? Ja, nicht gut, nicht gut. So, und hier oben wollte ich das Holz irgendwann weg haben, ne? Weil das oben nichts zu suchen hat. Machen wir jetzt auch. Dann kommt das hier weg. Im Rohholz ein Brett abreißen, fertig. Muss ich gucken, was wir da sonst mitmachen. Die Ressourcen hätte ich gerne zurück, bitte. Und Getreidemühle kann ich jetzt freischalten. Okay, und das ist ein 2x3.
wir das kennen. So könnte man es platzieren. Dann hätten wir vorübergehend erstmal Getreide. Können wir das jetzt schon so platzieren? Wir kriegen ja Ressourcen zurück, wisst ihr was? Wir machen da jetzt kein groß, sonst verheddern wir uns da wieder. Hier wird jetzt einfach gebaut, egal wie es aussieht. Geht hier ums Überleben unserer Biber schließlich. Dann wird schnellstmöglich diese Bäckerei freigeschaltet. Eingeschalten. Und hier direkt Getreide, Weizenmehl. So, und die müssen ja auch erst anfangen mit dem Anbau etc. pp. Durch haben sie ein paar Karotten. Und ich überlege sogar, ob ich für den Übergang... Den Übergang muss ich wahrscheinlich noch... Komm, wir bauen zur Sicherheit noch eins. Ich möchte nicht schon wieder hunderte von Biber verlieren, weil... Ne? Ihr wisst schon. Weizen anbauen. So, dann hoffe ich, dass das jetzt funktioniert. Hier ist schon einiges fertiggestellt. Hier fehlt noch die Übertragung. Wenn das hier gebaut wäre, lass das mal bitte fertigstellen. Dann wäre nämlich die Energieübertragung okay. Obwohl, hier kann sie nicht übertragen werden, weil das Gebäude ist nicht gebaut. Also müsste das eigentlich hier stattfinden. Dann müsste das hier fertiggestellt werden. Das ist auch sehr wichtig von der Priorisierung. Und die oberen Stockwerke hier, das ist egal. So, wenn das nämlich alles steht, dann können wir das abreißen, schnell umschalten, wenn man das so nennen möchte. Und dann, ja. Hier wird Weizen angebaut. Jetzt ist natürlich kein Platz für Weizen. Ist da was? Wir gehen jetzt hin und sagen hier... So, das kommt weg und da kommt dann Weizen hin. Ah, geht nicht. Okay, weil das hier erst weg muss. So. Das wird jetzt natürlich alles sehr interessant, ne? Könnt ihr euch denken. Arbeitsplatz, ja, auch sehr hoch. So, so viel Biber haben wir gar nicht, um all diese Sachen neu zu besetzen. Wahrscheinlich das Bauernhaus und die Getreidemühle, weil dann fehlen die Arbeiter woanders. Wobei hier ist zweithöchst. Dürfte eigentlich nicht zu viel machen. So, was ist das hier, warum das nicht gesammelt wird? Bretter, die brauche ich eigentlich. Könnt ihr ruhig sammeln und direkt verwerten, Leute. Weizen. Weizen ist gut wie der Weiß. Eine Weizenparty schmeiß. Wie geht's hier voran? Ist das hier, ist auch noch nicht fertig? Hier fehlen Bretter. Warum fehlen mir jetzt Bretter? Das hier ist höher priorisiert als... Okay, ist kein Arbeiter. Ich brauche Bretter. Ah, herrlich. Zweithöchst, okay. Sollte ich das vielleicht neutral schalten, wobei das kommt, geben einen Arbeitsplatz frei, 8 reichen auch. Muss jetzt halt gucken, wie wir das regeln. So, hier oben sind auch ein Haufen Kartoffeln, da haben sie halt einen riesigen Weg zum Laufen. Ach. Starb an Altersschwäche. Ich will nicht, dass hier jemand wieder verhungert. Das gibt es zu vermeiden. So, Bretter sind in Arbeit, sehr schön. Hier vielleicht auch. So, alles, was hier mit der Holzproduktion und so zu tun hat, wird auch von Schleppern priorisiert, damit das vorwärts geht. Hier ebenfalls. Und dann sollte das deutlich besser von der Hand gehen. Hier wird gebaut, verfügt nicht über alle. Immer noch 2 Bretter. Wo werden die ganzen Bretter? Achso, hier oben. Noch 10. Dann ist das hier fertiggestellt. Okay, hier hättet ihr auch noch Bretter, ne? Das wisst ihr. Kein Stauraum. Moment, Moment, Moment. Warum haben wir keinen Stauraum für Bretter? Grillkartoffeln. Karotten. Zahnräder. Da oben kein. Okay. Ist kein Speicher für Bretter? Echt jetzt? Löwenzahn. Oder Zähne, die Mehrzahl. Okay, wir haben noch keinen Speicher für Bretter, tatsächlich. Sehr interessant.
Da die Bretter hier gebaut werden, in der Nähe haben wir nichts zum Lagern, oder? Sondern da brauchen wir so ein Lager schon wieder. Das ist alles voller Holz schon. Oh, wir brauchen neuen Speicher und ich weiß nicht wohin damit. Was ärgerlich ist. So, das hier ist auf jeden Fall fertiggestellt. Hat nicht alle erforderlichen. Ja, wir müssen jetzt hin und her schalten und walten. So, Weizen bitte anpflanzen. Dann müssen wir uns Gedanken machen um einen Speicher. Schon das bekommen wir dann alles wieder nicht gespiegelt. Tja, ich bin gerade überfragt, wo ich das jetzt noch platzieren soll. Eigentlich müsste ich das auch hier unten tun, ne? Weil die Bretter werden hier produziert und werden dann hier irgendwo, wenn es dann optimal ist, hier auch gelagert. Und das unter der, den unterirdischen Stapel hätte ich schon sehr gerne, aber... Oh. Stellen wir es erstmal hier hin. Das was aus. Bretter. Bretter. So, und was ich die ganze Zeit ignoriert habe, ist mir gar nicht aufgefallen. Landwirte arbeiten erst dann, wenn du ihnen sagst, was und wo sie pflanzen sollen. Nutzpflanzen müssen auf bewässertem Boden gepflanzt werden. Okay, eine Art Tutorial. Damit? Ja, deaktivieren brauchen wir nicht. Wir sind Profi angeblich. Okay, hier werden jetzt die Bretter gelagert. Jetzt haben sie auch Stauraum. Kein Stauraum verfügbar. Baue weitere Speicher. Das halte ich für ein Gerücht. Hier sind Bretter. Die Güter werden akzeptiert und ja, da muss ich da jetzt mittlerweile einen Pfad für bauen. Ne, da wird's... Ah, okay, ist schon gesammelt. Ich habe nichts gesagt. Ich glaube, wieder abreißen. So, und die werden eh nicht gesammelt, weil ich sagte, das ist zur Sicherheit, ne, die Bären. Aber wir haben ja gar keinen Sammler. Das kann ich eigentlich wieder alles wegmachen. Und später, wenn das alles läuft, wird das sowieso wieder umgebaut. Ihr kennt mich, die ganzen Wasserpumpen. Wir haben jetzt 6 Stück hier hinten. Das heißt, die hier kann weg. So. Ressourcen können wieder gesammelt werden. Dann bauen wir hier auch wieder Ahorn an. Erst wenn das gesammelt ist. Kein Stauraum. Schaut mal, hier liegt Wasser rum. In Kisten. Interessant. Ach ja. So, Bretter 0. Aber die Mühle ist wie gesagt fertig. Das Weizen muss noch wachsen. Und dann geht es schon ab an 320 Punkte an die Bäckerei. So, die Bäckerei kommt wohin? Wir hätten hier ein Plätzchen. Ist wie gesagt nicht schön, aber selten. Was haben wir hier gepflanzt? Auch Blaubeeren. Gut, das lassen wir wieder sein. War eine Fehlentscheidung. Wir brauchen keine. Auch nicht. Das lassen wir zur Deko einfach stehen. Aber der Rest kann jetzt weg. Dann machen wir erstmal hier weg. Hier auch. Dann ein bisschen erhöht vielleicht diese ganzen Beeren weg damit. Und das machen wir alles zu Weizen. Kann man später immer noch abreißen, aber ich möchte hier jetzt relativ gut versorgt sein mit Nahrung. So. Später kann man sich Gedanken machen, wie man das Ganze umbaut. Hier sehr hoch und sehr hoch. Sollten wir auch alles haben, oder? 15 Zahnräder, jawohl, haben wir. Bretter 15, 9. Gut, die sind schnell gemacht und Rohholz haben wir sowieso genug. Alles paletti. Hier läuft die Produktion auch sehr gut. Hier hatten wir ja alles gemacht wegen dem Ahornsirup und so weiter. Ne? Kiefernharz, das lassen wir dann, denke ich, auch so stehen. Also, da wir hier das an... Auf dieser Seite ist sowieso nichts zu spiegeln wie auf der rechten. Von daher gucken wir dann, wie wir das mit den Speichern etc. handeln. Hier ist halt eine Straße, die bleibt so. Also hätten hier keine 2 Dreier hingepasst, Speicher. Es sind nur 2 Felder vorhanden. Man könnte aber, das ist ja das Schöne an den kleinen Lagerhäusern mittlerweile, die hatte man vorher nicht. Einfach noch ein paar aufstellen. So, und jetzt hätte ich gerne hier auch Bretter hier oben, Kategorien. Ach, geht ja gar nicht. Hehehe, falsch gedacht. Warte mal. Was ist das?
Diese Speicher, so, so wollte ich das haben. Jetzt hätte ich gerne eine Kopieren-Funktion, ne? Ah, und jetzt weiß ich auch, wie ich das letzte Mal aus Versehen gemacht habe. Steuerung C. Steuerung C. Dann dreht er, okay. Steuerung X ist dann andere Richtung? Ne, Steuerung Y ist andere Richtung. Schaut mal hier. Aus Versehen herausgefunden. Ich hätte gerne nämlich die Lagerrezepte hätte ich gerne kopiert wie in Factorio. Das geht aber leider nicht. Das heißt, wir müssen hier einmal alles manuell wählen. Das ist jetzt aber auch kein großes Problem, ne? So, das hier habe ich aus Versehen auf niedrige Priorität geschaltet. Das war nicht das Ziel. Plattform darunter auch nicht. So. Und da ist auch nur eine Plattform drunter, ne? Die nicht gebaut wird, oder? So, Plattform. So. Okay, jetzt ist... Jetzt wird's gebaut, schaut mal. Jetzt könnte man die Energie übertragen, wenn man... So, wir machen kurz Pause. Und sagen, Holztreppe... Sollen wir das... Komm, wir machen es einfach. So. Plattform. Das hier reißen wir alles ab. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Da setzen wir Pfade. Das vernichtet nicht. Das Holz und alles. Das hier kommt auch alles weg. Beziehungsweise den Schutt, ne? Die Ressourcen. So, auch alles hoch priorisiert. Dann machen wir das hier zweithöchst. Wobei, um lass das neutral. Im Moment haben wir das große Lager dafür. Hier müssten wir noch Brot auswählen, damit das anfängt. Wenn wir denn schon Weizen hätten. So, und hier kommt jetzt eine Antriebswellenbiegung hin. Okay. Dann bauen wir hier, wie auf der anderen Seite, auch wieder die Plattform. Und jetzt priorisieren wir, bevor wir irgendwas anderes machen. Sonst habe ich das wieder vergessen. Biegung hoch priorisiert. Hier ist schon fertiggestellt. Das hat jetzt keine so hohe Priorisierung. Auch nicht. Okay. Und dann platzieren wir trotzdem unser Dach. So, und dann wäre das alles fertiggestellt. Hier, das kann dann auch frei, ist sogar freigeschaltet. Metallblöcke fehlen hier aber. So, das würde ja bedeuten. Rohholz. Wir reißen hier einen Arbeitsplatz ab, stellen hier noch eine Deko hin, das gleiche auf dieser Seite, damit das gespiegelt ist. So. Und wir müssen uns dann jetzt um Metallblöcke kümmern. So, niedrig priorisiert. Niedrig priorisiert das hier auch. So. Jetzt hat das alles Hand und Fuß. Was hier... Das Dach ist jetzt auch egal. Das hier alles. So, man muss Prioritäten setzen, wie man so schön sagt. So, und hier auch. Aber das lasse ich dann freigeschaltet. Das kann man Stück für Stück kann man das dann machen. Zahnräder, Bretter. Na gut, das lasse ich noch zu. Wobei, wir könnten hier auch hingehen. Zack. So, und dann können die später selbst entscheiden, wie, wann, so weshalb, warum. Da wird hier jetzt Energie übertragen. Nein, weil das Gebäude nicht... Haha, Denkfehler gab. Gut. Aber das Papier ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, die Biber kommen hier vorbei. Tun sie auch. Das ist schön. Hier müssen wir noch den Rubble markieren, dass der gesammelt wird. So, und hier ist schon eine Windmühle fertig geworden. Das ist schön. Wir haben aber kein Dynamit. Und zwar, hier wären Ruinen... Da oben oder im neuen Distrikt. So, wisst ihr was? Wir brauchen hier die Plündererflagge. Davon bauen wir zwei. Schließen das an. Wird dann auch hoch priorisiert. Kommen wir da ran mit diesem Distrikt? Ja, kommen sie gerade noch so ran. Arbeiten, glaube ich, keine Arbeit im Distrikt, ja. Zu weit weg. Das heißt, wir müssen das ein bisschen näher setzen. So. Zuweisen. Und dann kümmern wir uns auch um die Schmelzerei. Was braucht die? 300 Wissenschaftspunkte haben wir leider noch nicht.
und brauche auch die 200 PS, ja. Auch ein bisschen was an Saft. Gucken wir, wo wir die wieder hinbauen. Wahrscheinlich müssen wir die auch irgendwo hier platzieren. Oder würden es hier platzieren. Schauen wir, wie wir das machen. Aber das kann nicht fertiggestellt werden, bis die Schmelzerei fertig ist. Ich müsste dann wieder temporär Energie übertragen, was mir jetzt gar nicht gefällt. Ja. Oder wir müssten das einfach hier die Sammlerfahne. Das sind meine Holzfäller. Ist halt die Frage, wie er das jetzt wieder haben möchte, ne? Hier würden die, glaube ich, nicht hinpassen, weil das, ja, das lässt sich nicht spiegeln jetzt, das, was auf dieser Seite steht. Sieht dann blöd aus. Fraglich, fraglich. Wobei hier dieses Gebäude würde genau hier in diese Reihe passen. Dann käme die Straße und dann kämen die zwei weiteren Gebäude hier hin. Könnte man also spiegeln, wenn man wollte. Aber so viel Produktionsgebäude brauche ich, glaube ich, nicht. Und wir haben ja hier unsere Rohholzspeicher und alles. Die möchte ich eigentlich so lassen, wie sie sind. Also fällt die Entscheidung wahrscheinlich wieder auf hier diese Gegend. Gibt es halt weniger zum Fällen. Weil wir später ja alles, wie wir möchten, hier oben bewässern können. Da können wir dann auch wieder Bäume ja, anpflanzen. Können wir dann umgestalten, wie wir wollen. So, und da das nicht gesammelt wird, das nervt mich jetzt. So, platziere ich mir Ahorn. Okay. So, die Lücke gefüllt. Und ja, gucken wir dann. 200, wir brauchen noch 100 bis zur Schmelze und das ist, glaube ich, ein 2x4 Gebäude, ne? Das würde ja bedeuten, das wäre so wie das hier. Wäre dann abermals hier diese Reihe entfernen. Dann auf beiden Seiten dafür sorgen, dass man Zugang hat. Das Ganze würde dann so aussehen. Kein Stauraum verfügbar. Ja, irgendwann ist es verfügbar, wenn wir hier Doku und so weiter bauen. Kommt alles noch? So, heranwachsend dauert halt relativ lange. Hier ist schon eins. So, aber kein Weizenmehl. Muss abgeerntet werden und dann, ne? So, priorisierte Aktion. Bauen ja an. Ah, jetzt wird's abgebaut. geerntet. Geerntet, Leute. So, das hier bitte lassen wir noch stehen. Ich weiß nicht. Und das hier können wir schon mal fertigstellen. Ebenso, wenn wir dann Metall hätten. So, und hier Stück für Stück werden hier auch die Stapel fertig. Auch sehr löblich. Da müssen wir dann viel Arbeit reinstecken, wie wir das zukünftig machen. Ich würde dann auch hier noch Weizen anlegen. Da oben das Gelände ist auch nicht genutzt. Hier das kleine Stück. Warum nicht? So, und hier ein bisschen Deko noch. Bonus. Bonus ist immer gut. So. Machen wir das so. Und die Straße hin haben sie eine kleine Abkürzung. Müssen sie nicht so weit laufen. So, das kann man dann abreißen. Passt. Einwandfrei. Läuft gut. Was sagen unsere Bretter? Wir haben keine Bretter. Gut, und auch keine Energie. Jetzt fehlt uns die Energie, die hier oben erzeugt wird, aber wir haben ja noch kein Dynamite und kein Schmelzofen. So, noch 10 Wissenschaftspunkte, da können wir den aber freischalten. Freischalten bitte. Freischalten, nicht freischalten. Freischalten. 300, so, und das waren 2x4 Gebäude. Okay, also richtig in Erinnerung gehabt. Dann entfernt mal bitte diese Bäume. Bauen wir nämlich 1 wird reichen, ne? Aber ihr wisst ja, aus Symmetriegründen brauche ich hier irgendwann noch eine Straße, weil die Wege zu lang werden. Weiß ich nicht. Metall wird... Ach komm, wir machen es einfach so. Ja. Ist egal. So. Jetzt entscheiden wir, welches Priorität hat. Ich denke, das hier und das hier weniger.
denn das Lager wird nachher hier oben, ja, ich weiß es nicht, Metallblöcke einlagern. Ja, da müssen wir auch noch was für finden. Das wäre dann auch wieder hier. Was habe ich denn da gemacht? Und bitte weg. So, und dann schauen wir, Metall wird hier eingelagert, ne? Seht hier irgendwo Metallblöcke? Das wird wahrscheinlich wieder hier gemacht, ne? Ja, okay. Das heißt, wir könnten eigentlich zwei abzwacken für Metall. Wobei, lasst uns mal überlegen, hier wird Holz, Holz. Wir laufen hier entlang, das wäre also schneller, wenn ich sage, hier kommen noch Brettstapel hin. Dann hätten wir hier Bretter, 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 Bretter. Hätten dann hier Metallblöcke. Zumindest mal zwei auf jeder Seite. So. Behandelte Bretter, wo kommen die dann her? Behandelte Bretter haben wir noch gar nichts, ne? Haben wir erst hier oben. Und, oh, wir hatten gar nicht geguckt, wie die Dürre ablief, aber ist alles gut gegangen. Jetzt fängt's an. Oh, jetzt stirbt's sehr schnell und das Wasser ist nicht da. Das Weizen geht halt sehr schnell kaputt. Schneller, schneller und... Ah, kaputt, verdammt. Das ist ärgerlich, das ist echt ärgerlich. Gut. Der Wasserableiter hier, der hat, weil er keinen Arbeiter hatte. Ach, super. Naja, okay. Ist halt einfach so. Und da würde ich dann sagen, behandelte Bretter, oder? So, für später. Hatten wir also hier den großen für Bretter, hier noch vier kleine, das reicht als Speicher. Alles gut, hier weiß ich immer noch nicht, was ich einlagern möchte auf Dauer. Das finden wir irgendwann heraus, vielleicht in der Mitte, aber das ist auch zu weit weg. Das müsste auch hier irgendwo in der Nähe sein, ne? So, und hier die Energie. Bin ich gespannt, was wir hier machen. Wie viel Metallblöcke? 30. Müssen wir hier einiges herstellen. An Energie. Bereitstellen, würde ich sagen. Jetzt wollen wir später hier entlang führen. Muss ich kurzfristig für den Mist... Tatsächlich jetzt, glaube ich, hingehen und... Ja, ich glaube, ich muss, ne? Bleibt wieder nichts anderes übrig. So, dann muss hier die Reihe weg. So, wir planen das jetzt einfach alles. Und diese Folge wird eine 30-Minuten-Folge, mal etwas länger als sonst. Was liefert die denn? Die liefert schon ein bisschen was. Nächste wird hier. So, damit wir genügend... Und schnell Energie bekommen. Und hier müssen wir zwei hoch. So. Einmal, zweimal. Hier kommt noch eine Plattform hin. Oh, ist das schön, dass man Materialien zurückbekommt. Da kann man endlich auch mal solche Projekte ohne Gewissensbisse fahren, dass man hier für temporäre Projekte Materialien verschwendet, die dann einfach komplett weg sind. Das hat immer genervt. Das ist jetzt alles nicht mehr der Fall. Ah, schöne Welt. So. Dann ist das hier aber auch falsch. die Energie wird ja dann hier. So, sehr hoch, sehr hoch. Du hast niedrig. Stellen wir das nämlich komplett um. Hier kommt wieder der Pfad hin. Das ist auch als hoch markiert. Jawohl. Bretter, Zahnräder und Altmetall. Bretter muss ich jetzt halt zuhauf herstellen. Ich würde auch sagen, lass das alles laufen. Schade, dass ich das nur so machen kann. Sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch. Mittel, mittel, mittel. Schlepper reichen auch. Ne, Schlepper lasse ich so. Eine Papierfabrik. Zweit hoch, sehr hoch. Arbeitsplatz sehr hoch. Hier das gleiche. Ansonsten habe ich die schon priorisiert gehabt, ja. Immer alles besetzt oder sollte. Okay. Hier ist ja auch alles, ja, hier läuft. Die hatten, hier haben wir Karotten. Jetzt kann ich eins wieder abbauen, oder?
Müssten wir eigentlich so langsam richtig schnell an Nahrung kommen. Interessierte Ressource. Komm, wir schließen die mal und gucken, was passiert. Jetzt haben wir zwei Arbeiter mehr. Der Rest hier ist neutral besetzt. Hier reichen auch hier zwei. Komm, hier reichen zwei. Da unten rechts reichen zwei. Sollte genügen nach Holz. Hier wird fleißig gebaut. Das geht alles schön effektiv. Nur die Bretter fehlen halt. So, das heißt, ich muss hier mal ein bisschen umschiffen mit den Arbeitern. So, die Sammlerfahne hat gar nichts zu tun. Habe ich sonst noch irgendwo Arbeitsplätze, die ich jetzt sagen könnte, sind jetzt nicht so wichtig. Eigentlich kaum, ne? Der hier braucht eigentlich nichts mehr tun. Denn hier ist alles gepflanzt. Und wenn hier was geholzt wird, macht der das. So. War eigentlich auch nur aus Dekozwecken, aus Planung heraus. Keine Arbeiter im Distrikt verfügbar. Achso, weil das hier getrennt ist. Hier hatte ich es ja getrennt. Okay. Ne, dann trenne ich das jetzt. Wisst ihr was? Ich trenne das jetzt. Ah, hier muss auch eine Trennung erfolgen. Dann machen wir das halt so. Muss nämlich erstmal irgendwie hier an die Ressourcen kommen. Geht immer noch nicht. Wäre es dann mit dem anderen Distrikt verbunden? Wenn ich hier setze. Tor. Und sonst führt doch gar nichts mehr hier rüber. Ach so, der erkennt schon von der Planung her. Okay. Ah ja. Alles klar. Okay, jetzt schiffen aber die Arbeiter auch hier hoch, ne? Um. Sind nicht mit Faden durch ein Distriktzentrum verbunden. Wir gucken nochmal. Ah, und da ist vorbei. Okay. Dann machen wir das halt so. Es muss so gemacht werden. Ah, wir ändern dauernd. Ist das schön. So. Jetzt läuft alles aus dem Ruder hier. Chaos ohne Ende. So, Altmetall wird dann hier irgendwann ankommen. Bis dahin sind hoffentlich die ganzen Plattformen etc. fertig, weil wir genug wir das hätten. Stell das bitte auch noch fertig. Wobei, Energie hätte er, ne? Und dann ist es nicht so wichtig. Wir machen das wieder neutral. Weil wir haben so viel Holz, ne? Wir können das eigentlich... Ja, komm. Hau rein. Hau rein. So. Aber wir haben jetzt schon viel geschafft. Wir haben hier unsere Energieprojekte. Wir haben unsere Sprengstofffabrik geplant. Die Schmelzerei. Papier. Wir haben Umlage erweitert. Oh je, wir haben so viel gemacht, dass ich schon gar nicht weiß, wie ich diese Folge wieder nennen soll. Ich lasse mir was einfallen. Einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!